Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Wir haben Videomittwoch und das letzte Video für dieses Jahr. Ja, 32 waren es dieses Jahr, meine Serie, die ich gemacht habe über die Selbstliebe. Und heute ist es das letzte für dieses Jahr, weil nächste Woche ist Weihnachten und danach der Mittwoch ist ja schon das neue Jahr. Ja, das Thema von heute, so kurz vor Weihnachten, ist Geschenke. Mit oder ohne oder was? Ja, ein bisschen, genau, über die Geschenke. Über was könnte ich schenken, wie schenke ich, was hat Schenken mit Selbstliebe zu tun. Und letzte Woche war ja das Thema Liebe geben, nehmen oder Selbstliebe. Und das hat ja auch etwas mit Geschenken zu tun. Ich habe letzte Woche in meinem Video davon eben das verglichen, die Selbstliebe mit einem Glas Wasser. Und nur wenn ich mich selber liebe, bin ich in der Lage, dieses Glas Wasser durch meine Selbstliebe aufzufüllen. Und dann kann ich es natürlich auch geben, also auch verschenken. Ich kann meine Liebe verschenken an Menschen, um ihnen gute Gefühle zu machen. Und diese Woche das Video Geschenke, ja, nein oder was? Also Geschenke, schenken, schenken. Ja, für mich ist Weihnachten mittlerweile ein wirklich gräusliches Konsumverhalten. Es wird wirklich so viel gekauft. Ich finde, es wird auch ganz viel unnütze Dinge gekauft. Es wird viel gekauft des Kaufens wegen oder weil es günstig ist oder weil wir der Meinung sind, da müssten wir etwas kaufen. Und ja, zum einen bin ich noch mal so ein bisschen in diese Weihnachtsgeschichte, in diese Weihnachtstradition gegangen. Und ja, das Jesuskind wird geboren und eigentlich am 6. Januar kommen die drei heiligen Könige und bringen Geschenke. Gold, Myrrhe und Weihrauch. Und wir feiern die Geburt Christi nach dem Glauben oder warum auch immer Weihnachten gefeiert wird. Und es wird mit Geschenken verbunden. Natürlich bin ich auch jemand, der sehr, sehr gerne schenkt. Ich schenke das ganze Jahr über sehr gerne. Und an Weihnachten würde ich natürlich auch sehr gerne sehr viele Leute beschenken. Und das ist natürlich oft dieses Thema, ja, wenn wir alle beschenken wollen, dann trifft das auch eine ganze Menge Geld, die dafür zur Verfügung stehen darf. Und was hat eben Schenken auch mit Selbstliebe zu tun? Ja, wenn du dich selber liebst, dann schenkst du von Herzen. Und von Herzen schenken heißt für mich in meiner Welt gar nicht unbedingt, dass es immer mit so viel finanziellem Wert, finanziellen Aufwand zu tun hat. Ich habe früher schon meinen Kindern gesagt, ihr müsst gar nichts kaufen. Ihr könnt auch was selber machen. Nur, es darf von Herzen kommen. Also sich Gedanken darüber machen, was möchte ich schenken, was möchte ich dieser Person schenken. Und mit diesen Gedanken dann eben mal loszugehen. Wir hatten am zweiten Adventswochenende hier in Bad Kohlgrub den Christkindl. Der Christkindlmarkt, der ist etwas Besonderes, weil an diesem Christkindlmarkt werden nur selbstgemachte Sachen verkauft. Also es stimmt nicht ganz, es war auch ein Mineralhändler dabei, also der hat Edelsteine verkauft. Nur das Besondere, auch er hat seinen gesamten Erlös eben zur Verfügung gestellt. Und ich habe den gesamten November zweimal die Woche abends, zweieinhalb Stunden ungefähr, für diesen Christkindlmarkt mitgearbeitet. Wir haben Holz
Sachen, Holzdeko-Sachen hergestellt und die dann eben verkauft. Ich habe auch an diesem zweiten Adventssonntag mitverkauft. Und das Besondere noch an diesem Markt ist, der hat nur von 3:30 bis um 18 Uhr geöffnet und in dieser Zeit wurden sage und schreibe 32.600 Euro umgesetzt. Das ist eine ganze Menge für diese kurze Zeit. Und von dem Geld werden jetzt noch etwas die Unkosten abgezogen. Es waren im letzten Jahr so um die 6.000, glaube ich. Und der Rest des Geldes wird wirklich gespendet für Menschen hier aus der Region, die einfach ja Not haben, die einfach, wo einfach was gebraucht wird. Eine ganz tolle Sache von letztem Jahr, es ist ein kleines Mädchen bei uns im Ort, sie ist in der Grundschule und sie hat durch einen Unfall ihre Hand verloren und wollte so gerne Flöte spielen lernen. Und sie hat zum Beispiel von diesem Geld eine Flöte bekommen, das ist eine Holzflöte, die ist aus einem Metall Konstruktion, dass sie mit einer Hand diese Flöte spielen kann. Das nur mal so zum Beispiel, was mit diesem Geld gemacht wird. So, und jetzt komme ich noch mal zu den Geschenken. Da sind eben ganz wunderbare, selbstgemachte Sachen dabei. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die liebt Eulen. Ja, das ist ja diese Eulengeschichten. Und da gab es eben so kleine Eulen, die selbstgemacht waren, aus einem Birkenholz, die Nase war ein Sonnenblumenkern und also wirklich ganz hübsch gemacht. Und ich finde, es muss gar nicht so viel Wert haben, weil in diesem Teil steckt so viel Liebe drin bei der Herstellung, dass diese Liebe ja weitergeschenkt wird. Das schwingt ja in diesem Stück drinnen. Oder eine andere Freundin, die liebt eben auch Edelsteine, genau wie ich. Und wir hatten diesen Mineralstand, der hatte wunderschöne Edelsteine. Und ja, mit diesem Edelsteine habe ich ja auf der einen Seite meiner Freundin an ein etwas Gutes getan, gehe ich von aus. Und auf der anderen Seite wieder für den Markt, für die Bedürftigen. Also darum geht es eben, wenn ich etwas schenke, auch ist es jetzt ein Konsum, was ich jetzt irgendwo kaufe, wo auch immer dieser Preiskampf drauf ist, oder ist es etwas, wo ich dann auch noch etwas Gutes tue? Ja, es gibt auch auf dem Weihnachtsmarkt ganz tolle Stände mit ganz tollen selbstgemachten Sachen, wo viel Mühe drin steckt. Und klar, wenn derjenige, der das ganze Jahr über dafür arbeitet, sich viel Mühe gemacht habe, wenn ich dem das abkaufe, um das zu verschenken, dann habe ich natürlich zwei Sachen, wo ich was Gutes mitgetan habe. Also einmal, weil ich denjenigen für seine Mühe, für seine Arbeit unterstützt habe und auf der anderen Seite natürlich den, den ich damit beschenke. Und das ist es. Wenn wir schenken, also mal rauszugehen aus diesem Konsum, mal rauszugehen, die Kinder bekommen so unendlich viel, sondern wirklich da mal reinzugehen, gerade auch beim Partner, bei Freunden, bei Bekannten. Ja, was braucht er, was wünscht er sich, aber womit kann ich auch was Gutes tun? Womit kann ich jemanden beschenken? Oder wenn ich nicht alle Menschen beschenken kann, was ja auch gar nicht möglich und nötig ist, zum Beispiel eine schöne Karte schreiben mit ein paar lieben Worten, mit einem tollen Kompliment. Wir können jetzt gerade in der Weihnachtszeit, wir sollten es das ganze Jahr tun, aber gerade jetzt nochmal in der Weihnachtszeit, nochmal den Menschen noch mehr gute Gefühle machen, noch mehr Komplimente geben. Weil alles, was wir geben, kommt ja auch zu uns zurück. Und so können wir uns auch üben. Üben in der Selbstliebe. Dazu ist nochmal zur Selbstliebe mein Lieblingsspruch, habe ich auch schon öfters gesagt im Video. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Einfach mal zu überlegen, was würde mir jetzt gut tun, worüber würde ich mich jetzt freuen und kann ich das weitergeben? Ich bekomme total gerne Karten und es sind in den letzten Jahren weniger geworden, ja, aber nichtsdestotrotz
bleibe ich dran. Mein Mann sagt auch, warum machst du dir die Mühe? Warum schreibst du das? Ich sage, weil ich das liebe und weil es meine Art ist, den Menschen eine Freude zu machen, indem ich eben eine schöne Weihnachtskarte, eine persönliche Weihnachtskarte verschicke. Ist das ein bisschen Arbeit? Ja, ist es. Und ich mache sie gerne. Sie ist von Herzen. Und darum geht es. Es ist jetzt die Weihnachtszeit. Es ist eine besinnliche Zeit. Es hat einen Grund, warum es jetzt draußen kalt ist oder mal trüb ist oder mal dunkel ist, dass wir einfach zur Ruhe kommen. Im Winter zieht sich die Natur zurück. Die Natur ruht. Und wir sind ein Teil der Natur. Wir dürfen auch ruhen, uns ausruhen, besinnlich sein und uns auf die Liebe konzentrieren. Und die Liebe zu den anderen. Also, es ist egal, ob du dich dazu entscheidest, etwas zu schenken oder nicht. Mach es mit Liebe von Herzen. Bastel was selber. Schreibe etwas. Gib ein Kompliment. Ich habe ein Jahr auch mal, man kann ja auch, was weiß ich, eine Marmelade selber machen, einen Eierlikör selber machen oder was die Menschen gerne möchten. Oder ein Jahr, das war ganz schön, da haben wir so ich mit den Kindern so Weihnachts-Nikolaus-Muffins selber gemacht. Wir hatten eine Zipfelmütze und eine Nase, waren ganz hübsch. Und die dann verschenkt. Das ist eben auch, und es kommt von Herzen. Und darauf kommt es an. Genau wie bei dem Liebe geben, Liebe nehmen, eben die Selbstliebe. Wenn du selber dich liebst, dein Glas voll Wasser ist, dann kannst du die Liebe geben. Und dann gib sie doch auch jetzt gerade an Weihnachten. Verschenke deine Liebe in Form von Worten, Gesten oder eben auch kleinen Geschenken. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne, besinnliche Weihnachtszeit. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Es geht weiter mit den Mittwoch, also Video-Mittwochs. Und ja, das Geschenk, was du mir machen kannst, wenn du mir etwas schenken möchtest, dann ist es, oder der Menschen, gar nicht nur mir, sondern den Menschen in unserer Welt, ist es natürlich, wenn du dieses Video teilst, damit die Botschaft in die Welt getragen wird. In diesem Sinne danke ich dir, wie immer, von Herzen. Für deine Aufmerksamkeit, dafür, dass du mir zuschaust, dafür, dass du mich das Jahr 2018 in diesen 32 Wochen schon begleitet hast mit den Video-Mittwochen. Und ich wünsche dir eine ganz wunderschöne Zeit. Besinnliche, schöne Weihnachten. Komm gut ins neue Jahr und dann sehen wir uns wieder am Video-Mittwoch. Bis dahin, deine Sandra. Dankeschön.